Die Musik bei Arno ist immer so geil. Manchmal muss man einfach an anderen Leuten eine Lanze brechen. Warum sind die Bauern weg? Wo bin ich denn? Ich hätte schwören können, dass ich, als ich gestern, beziehungsweise heute Morgen aufgehört habe zu spielen, dass wir noch genug Bauernarbeitskräfte haben. Warum geht der Schnaps so rapide runter und das und das und das und das? Digga, was ist denn los hier? Ich hätte schwören können, dass heute Morgen alles noch nicht so war. So, wenn das ja wieder eine Suchenaufgabe ist, dann breche ich sie gleich ab. Bringen Sie den Motor wieder ans Laufen. Ich bin nur ein kleines Zahnrad, aber Sie bedienen die ganzen Hebel. Ja, ich bediene. Was gibt's, Boss? Hey, Sie haben Wort gehalten. Man müsste bei der Zigarrenmanufaktur rein. Immer wenn ich nachdenke. Oh, ihr gebt einen Auftrag. Jeder muss für sein täglich. Gehen Sie, beweisen Sie sich. User joined your channel. Och, du geile Sau, ich will dich bumsen. Hey, Fried, wieso kommst du immer, wenn ich gerade einen Stream starte? Weiß ich nicht, Margaret. Hey, Fried, du darfst natürlich hier drinnen bleiben. Tschüss, Margaret. Nee, hey, Fried. Was soll ich fotografieren? Das soll ich fotografieren. Hey, Fried. Margaret. Was machst du hier? Hey, Fried, wie geht's? Wie steht's? So viel Güte macht demütig. Wieso geht denn der Schnaps jetzt so doll runter? Und die Arbeitsklamotten und die Wolle und die Fische und die Kartoffeln und die Schweine und das Weizen und das Bier und das Eisen. Ich hätte schwören können, als ich heute Morgen aufgehört habe, war das noch nicht so. War heimlich drauf. Hey Friedi, ich wusste, dass du damit was zu tun hast. Bitte sehr. Margaret, ich versuche doch alle, um dich zu sabotieren. Das weißt du doch, Margaret. Getreidefarm. Genießen Sie einem von Malching zu dienen. 6 Bretters will der haben. Kann er natürlich kriegen. Huch. Koordinaten eingezeichnet. Wecken Sie mich, wenn's weit. Wie geht's? Ich dachte schon, ich muss ins Armenhaus. Und wieso habe ich jetzt einen Mangel an Bauernarbeitskräften? Heute Morgen war noch alles in Ordnung. Margaret, das kommt von die Ausländer aus. Helmfried! Ich hab keine Ausländer. Helmfried! Margaret! Ich mag die nicht. Nee, ich auch nicht, Margaret. Nee, Spaß, eigentlich habe ich nichts gegen Ausländer, Margaret. Die Ausländer, die nehmen doch unsere Arbeitsplätze weg, Helmfried. Ja, genau, Margaret, deswegen. Immer das gleiche, Margaret. Immer das gleiche mit der Ausländer. Hey, Fried. Okay. Du bist am Minecraft spielen, höre ich. Okay, woher weißt du das denn, Margaret? Weil du gezählt hast und du zählst ja bestimmt nicht ohne Grund, oder? Margaret, du weißt doch, ich kann gar nicht zählen. Ach schon, hey, Fried. Nee, wo sind denn die Schilder? Da sind dort Schilder.
Guck mal, Heimfried, ich hab schon ein Schild aufgestellt, dass Halloween bald ist. Aber dabei ist Halloween doch schon vorbei. Morgen, warum machst du sowas, weil du so hässlich bist? Oh, Heimfried. Oh, das Schiff dort fährt und fährt, Heimfried. Morgen, das freut mich zu hören, Morgen. Aber Heimfried, ich habe immer noch ein Bauernproblem. Morgen, was ist denn mit den Bauern, Morgen? Die sind zu wenig, Heimfried. Ich hab zu wenig Bauern. Nee, Morgen, nee. So, Heimfried, jetzt hab ich wieder genug Bauern. Oh, Arbeitsklamotten gehen wieder hoch, Heimfried. Morgen, das freut mich doch besonders. Bier geht aber nicht hoch. Morgen, ich hab dir schon immer gesagt, du hast einen scheiß Stil. Wieso hab ich einen scheiß Stil, Heimfried? Morgen, ich musste Terrakotta nachlegen, Morgen. Heimfried, dann tun sie das machen. Morgen, warum sitzen sie mich da plötzlich? Heimfried, ich weiß nicht. Morgen, hast du wieder. Morgen. Brauchst du wieder bei die Tabletten essen? Ja, nicht nur eine, Heimfried. 5! Auch Morgen. Auch Heimfried. Das ist so schön. Oh, Heimfried, jetzt beruhigt sich das wieder ordentlich. Wer damit? Morgen, jetzt muss ich aber auch mal beruhigen. Alles? Gut. Oh, Produktivität 50% ist gut, aber Anzahl Module, ich kann leider bei meinem Getreidefarm keine Module mehr anbauen. Heimfried! Du klangst plötzlich so männlich, Morgen. Oh, Heimfried, das tut mir leid, aber das rutscht manchmal so raus. Da schweife ich in das Männliche über. Ach, Morgen. Also, du weißt ja, Heimfried, früher, da war ich schon mal ein Mann. Ja, Morgen, das stimmt wohl, Morgen. Kurbel mal deine Wirtschaft an, hör mal. Ja, Heimfried, ich bin ja dabei. Theoretisch kann ich aufsteigen, aber das will ich erst, wenn ihr alle im grünen Bereich ist. Ich verstehe das nicht. Gestern, als ich heute Morgen aufgehört habe, war nur alles in Ordnung. Morgen. Heimfried. Ich habe einen neuen Perk freigeschaltet, Morgen. 100 Herzen? Nee. Nö, die habe ich schon. Jetzt sind 200. Ich glaube, ich habe schon Max-Herzen. Muss ich nochmal nachgucken. Kann ich noch was auf Herzen haben? Increase Efficiency. Ja, könnte ich. Ich könnte tatsächlich plus 5% Increased Maximum Life, plus 10% Increased Elemental Resistance. Aber ich habe gesehen, dass es hier noch einen anderen Baum gibt, den ich sehr interessant finde, und der ist Increased Movement Speed. Und wenn ich in die Richtung gehe, dann ist er natürlich richtig nice. Dann kann ich die Party ab, wa? Kann ich Attack Speed und Movement Speed nach oben schieben und dann kann ich ja Sachen machen. So, Produktivität 35%. Produktivität plus 10, Produktivität plus 100, dann sind das jetzt... Und oh, nice. Ach scheiße, das war das Falsche. Den boah, es gibt hier sogar einen Perk. Items drop when your mining or slaying monsters are directly transferred to your inventory. Boah, es gibt hier so geile Sachen, ne? Ah, jetzt kann ich 180 Module bauen. Kann ich aber leider nicht, weil ich hab's für die 180 Module keinen Platz, yo. Bei der hier kann ich das machen. Da ist noch Platz am Stissel. Hä? Ach nee. Das geht ja nur im Bereich der Handelskammer.
Nee, Morgen hätte ich aber aufpassen müssen damit, Morgen. Ein Hof ohne Felder? Ein Hof ohne Felder? Gespeichert. So, Weizen geht hoch, Brot geht hoch. Bier ist jetzt ausgeglichen. Ja, guck mal, es gibt ja was Neues. Guck mal, ein Stream. Es gibt jetzt Morgan, hier. Dann müsste ich jetzt erstmal den Stream anmachen. Es gibt jetzt hier Statistiken. Aber das hätte ich mir schon längst gewünscht, Morgan. Aber es gibt jetzt keinen Handelsverlauf mehr, was ich ziemlich. Ach doch, Leute, hier ist der Handelsverlauf. Ach krass, das habe ich gestern gar nicht gesehen, beziehungsweise heute Morgen. 100 Schnaps bringt 2000 Kohle ein. 85. Oh, das ist gut. Also ich muss mich damit ein bisschen mehr befassen. So, wie sieht das jetzt aus wir hier? Wir hätten häufiger zusammen Tee trinken sollen. Hätten Mann! Wir das? Ich habe vorhin Stopp, die Maschine hab ich ein neues Rezept gesehen für Essen, wo ich mir dachte, das mache ich mir. Und zwar kannst du Rührei machen, indem du diese Eier, die du rumwerfen kannst, dann kriegst du ja so Spiegelei raus manchmal. Ja. Oder eigentlich immer halt, ein rohes Ei. Und wenn du das halt mit Milch vermengst, also im Crafting-Menü halt, dann kriegst du dadurch Rührei und das Rührei kannst du braten. Mache ich mir erstmal ein bisschen was und hab davon halt ein paar auf den Boden gehauen. Die Sache ist, da kommen halt natürlich auch Hühner raus. Du und jetzt sind hier mega viele kleine ich Hühner die ganze Zeit gewesen schätzen. Und ich habe die nicht rausbekommen, weil jetzt einfach überall irgendwelche waren und die haben sich überall versteckt. Und dann habe ich gerade wieder einen auf dem Bett rumsitzen sehen, weißt du? Tolles, alles so nicht einfach mit den Tierchen. Oh, die Musik ist laut. Wir machen das Beste aus unserem Leben. Hab ein Auge auf. Oh, ich glaube, das Schiff ist vorbeigefahren. Ach, das sind auch noch zwei. Toll. Jetzt fahre ich Begleitschutz mit einem Schiff bei zwei. Flaggschiff beginnt Geleitschutz. Naja, es muss ja nur einer ankommen, also ist ja nicht so schlimm, wenn einer tot geht. Tot geht vor allem. Wo einer tot geht? Klopfen Sie sich den Staub, wie ich sehe. Neckig, Margret, neckig. Helmfried. Margret. Schöne Idee, gehen alle tot, Helmfried. Mord und Totschlag. Das freut mich. Mich auch, Helmfried. Alles tot, verderben und gedärme, Helmfried. Margret, so muss mein Morgen beginnen. Tod am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen, oder wie sagt man? Ja, irgendwie so war das, glaube ich, Margret. Glaubst du oder weißt du, Helmfried? Margret, ich weiß doch gar nichts, das weißt du doch. Helmchen! Helmi. Gutfried! Der Dreck der Gosse klebt ihnen unter den Sohlen. So, hier gibt's ordentlich Kartoffeln, die später nach Öl schmecken, aber ich hab die gehört. Die Waffenruhe wurde beendet. Öl ist gesund, Helmfried. Öl ist gesund und. Wichtig, Margret. Öl am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Auch, Margret, auch das. Ja, du weißt ja, gut geölt ist halb gefettet. Ja, Margret, du bist richtig fett. Ich schnabuliere ja auch immer eine Menge Öl. Ganz ehrlich, die Schiffe können alleine fahren. Die bezahlt nämlich nur 9000.
Und der bezahlt 4000. Das heißt, ich mache den mit 4000. Ich stoß hier gleich wieder dazu. Also greift jetzt mal nicht an, okay? Ich muss ja nur ein bisschen Eisen und Holz holen, dann bringe ich das kurz weg und dann bin ich wieder am Stissel. Die Schiffe haben neue Geräusche. Ich mag deine Strategien. Hey Fred, ich weiß, ich bin der beste Stratege der Welt. Richtig, Margret, genau das bist du. Schau, checks Stissel. So, dann bringe ich schon eben schnell hier hin und dann komme ich wieder zu den Schiffchen hier. Die werden aber auch gerade gar nicht angegriffen. Die sind, glaube ich, auch gerade gleich am Start, am Ziel. Die brauchen gar keinen Geleitschutz, können alleine fahren. Aber echt, ey. Können wir alleine fahren, ey. Ist doch so. Ist auch so. Immer ich. Kann auch ja, mal so ein bisschen Geld rüberwachsen lassen. Ja, das denke ich mir auch. Ja, richtig so. Ja. Das ist übrigens schon mein viertes Flaggschiff. Wow. Weil ich ein bisschen. Ja, mit den Piraten gespielt habe. Damit! Ja, nicht übel. Ich komme vielleicht auf sie zurück. Bonkel, sei doch so nett und sei einfach ehrlich und sag, dass du behindert bist. Ja, Friedrich, ich habe ein bisschen mit den Piraten gespielt, nicht drauf geachtet und da ist mein Schiff aus Versehen eventuell ein bisschen zu nah an die Piratenbase gekommen. Beginnt Geleitschutz. Und dann war das mal ein Flaggschiff. Ja, das war ja den besten, nicht? Oh, hey Fried, und ich weiß ja, ich bin doch die beste. Oh, hier ist ein Polizei! Ernsthaft? Wo fährt sie hin? Nicht allzu viele Änderungen, hoffe ich. Stiefelpolitur schmeckt gar nicht so schlecht, wie ich dachte. Keine Änderungen? Wirklich? Keine Änderungen? Oh. So. Als ob die Polizei fährt hierhin, aber nicht dahin. Mit Ihnen habe ich ein Hühnchen. Margret, grüß mal die Polizei ganz nett von mir. Oh, mach ich einen Fried. Die kennen mich ganz gut privat inzwischen, nicht? Ach so. Schau, da kommt hier auch noch mal eine Polizei hin. Ich hab Polizei. Oh, und eine Feuerwehr muss da oben auch noch hin. Was, da auch schon hat sich allein, also. Ich brauche Hilfe bei einigen Kleinen. Mochre, es wird schon wieder. Ach nee, es ist nicht jeden so. Jeden Tag eine gute Tat. Ah, fotografieren Sie eine Feuerwache. Nichts Schwierigeres als das. Zack. Da ist das Feuerwehr. Und abschicken. Nichts Schwieriger als das? Ja. Wir werden auf Sie anstoßen. Oh, was habe ich jetzt gekriegt? Du hältst dein Versprechen. Siehst du, die Schiffe sind total, naja, fast allein angekommen. Steuermann! Wenn sie nichts ändern, da teilen wir wohl die gleichen Ansichten. Nutzen Segel! Sie es weise. Oh, danke für die 7000 Münzen. Hätte auch noch eine Null hinter sein können. Oh, Arbeitsklamotten gehen runter. Warum verbrauchen die Leute so viel Arbeitsklamotten? Tragen die die nur einmal und schmeißen sie die dann weg oder was ist hier los? Alles ja, anhalten. Ich glaube, die geht einfach sehr schnell kaputt. Billige Qualität, Dummhausener Qualität, da weiß man eigentlich, da kauft man nicht. Nee, Fried, Dummhausen, da ist das, das ist ja. Hey, Fried! Ich weiß, was du da stehst du mich da? Was soll ich dir unterstellen, Margret? Das ist doch nur die Wahrheit. Den Typen habe ich doch schon drin. Beeinflusst Getreide von Paprikafarm und Weinberge. Gut, den behalte ich jetzt. Ich habe den nämlich schon hier drin. Ich meine, ich könnte ihn noch mal stellen, habe ich 50% mehr Module. Aber ich kann die Module hier nie nutzen. Erfahrener Pflanzer. Hey, Fried, bist du auch ein Pflanzer?
Aber sogar ist von Margaret, ne? Pflanzer, ich grüße Sie. Spielstand gespeichert. So, mein Schiff ist unterwegs. Oh, das kommt jetzt wieder eine Piratenbucht dran, Heimfried. Die Piraten! Admiral auf der Brücke! Hey, Marco, da musst du aufpassen, musst du machen. Die Piraten sind total blöd gesetzt hier auf dieser Insel, auf dieser Mappe. Die sind in der Mitte, du kommst immer dran vorbei, egal wohin du fährst. Hey, Fried, ich mag das nicht. Marco, ich mag dich nicht. Hey, Fried, ich dich eigentlich auch nicht, aber wieso haben wir dann geheiratet? Morgen, wir haben die geheiratet, aber ich will die Scheidung. Hey, Fred, ich heirate dich nur, damit ich die Scheidung kriege. Okay, Morgen, das machen wir so. Aber ich werde nicht ja sagen, Morgen. Hey, Fred, aber, Helmfried. Ah, aber auch nicht nein, vielleicht. No, Margret, vielleicht lasse ich aus mir rauskitzeln. Oh, Margret, mir ist der Spaten kaputt gegangen, ist mir. Hey, Frieda, musst du in den Baumarkt einen neuen kaufen? Nee, Margret, die sind noch alle Geld aus. Liegt noch im Nachtschrank. Ja, da hab das habe ich doch schon längst versoffen. Da habe ich immer eine Million drin. Oh, jetzt sag ich oh, plötzlich ja. Margret, ich liebe dich. Das ist mir vorher nur nie so bewusst gewesen, Margret. Ja, hey, Fried, ich wusste doch immer, dass du mich liebst und das nicht nur wegen mein Geld. Nee, Margret, niemals nur wegen. Margret, materielle Werte sind mir eben egal, Margret. Alter, der hat schon Ingenieure, ey. So, ich hab zwar ein Kartoffelproblem. Aber ich steig jetzt auf. Hey, Fried! Morgen. Ich mach jetzt den Aufstieg, den finanziellen. So. Ich werde währenddessen den politischen Aufstieg machen nach ganz Rom. Hey, Fried! Entschuldigung, Morgen, da ich Konkurrent hat rein. Eine Siedlung errichtet. Sie haben ein neues Zwischenziel. Oh, Morgen, das wird schon wieder anders. Zeitalter der Handwerkskunst. Okay, ich probier jetzt mal so ein Rühreimer gucken, was. Ein Rühreimer? Rühreimer, Margret. An die Kanonen! Jetzt habe ich nur noch 13 Herz, also 23 Herz. Was ich je wollte. Oder vergiss den Ort zum Leben und warum ist das so? Sind unterwegs! All die sagenhaften Länder existieren wirklich. Tun sie das. Koordinaten eingezeichnet. All die sagenhaften Länder existieren Schiff wirklich. Schiff unter Beschuss. Was? Schiff oder oh. Moment. Ach ja. Naja. Ah. Oh, pardon. Ach, ich wollte. Oh, pardon. Margret. Hey, Fried. Das ist wahrscheinlich heute das letzte Mal, dass wir uns hören für dieses Sitzen Jahr. Sitzen Sie da nicht rum, geben Sie schon her. Hey, Fried, warum das denn? Margret, weil ich ja nächste Woche nicht da bin und am 3. Na, oder wobei, nächsten Samstag wird er nochmal. Oh, Helmfried, da liegt schon 21. Helmfried, da sind nächste Samstag. Und da bist du nicht da? Doch, da bin ich da. Okay, naja, weil ich bin Freitag halt wieder da. Also Freitag wäre ich noch da. Samstag auch, Sonntag auch. Am 23. fahre ich dann zu meinen Eltern. Freitagabend kann ich tatsächlich auch da sein, weil ich Samstag frei habe. Nice. Na gut, dann haben wir ja noch ein paar Tage zusammen. Und dann ich fürchte, mein Ersuchen noch 23. und 24. arbeiten. Eigenen Zufriedenheit. Ich und dann fürchte, ich habe ich Urlaub. Anspruchsvoll. Aber nur bis zum 2. Januar. Aber der 24. Januar ist mein letzter Arbeitstag dieses Jahr. Suchen Sie Bauern an Kirche, Markt und Wirtshaus. Bauern? Hä? Ein Konkurrent hat eine Siedlung. Ich soll Bauern suchen. Suchen Sie Bauern an Kirchenmarkt.
Hallo, hier sind doch nur Bauern. Ey, du Bauer. Ich weiß, wo es eine einfache Möglichkeit gibt, Bauern zu finden. Hier, weil hier sind ja nur Bauern. Ah, warte, hier ist ein Bauer. Bauer. So, Margret. Helfried. Ich gehe jetzt noch ein Röntchen Rocket League spielen, ne? Ja, Helfried, viel Spaß, bring mir was mit. Margret, das werde ich tun. Ein Springbrunnen freudvoller Neuigkeiten. Nachher noch ein Minecraft oder eher nicht so? Doch, ja. Würde ich unterschreiben. Okay, Margret, das klingt super. Meine Kraft. Nun, sag Bescheid, wenn... Es ist trivial. Aber das lassen Sie mich nicht warten. Sag Bescheid, wenn du mit Minecraft fertig bist und dann... Feind gesichtet! Mit Rocket League. Oder dann können wir starten, Helfried. Das überlebt mein Schiff nicht. Mein Schiff. Mein Schiff. Hey, gut, Margret, bis denn. Oh, bis morgen, Helfried. User left your channel. Bruder! Ihr habt ja noch ein paar Minuten Zeit. Ich bin unvollendet. Ah, eine Varieté. Ein Teehammer. Oh, ich brauche Glas. I need glass. La 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 la. Besser geht immer. Und hier I need a Straße. Aber die saufen keinen Schnaps mehr, die Leute. Ich kann hören, wie die Pfeffersäcke oben ihr Geld zählen. So, kannst du das. Sie haben ein neues Zwischenziel erreicht. Oh. Wo ist unsere Königin? Sondermeldung, Ihre Majestät. Die Königin scheint spurlos verschwunden zu sein. Bisher gibt es keine offizielle... Wird unangenehm warm unter dem Kragen. Verlautbarung, doch Sir Archibald Blake, der Haushofmeister Ihrer Majestät, wirkte bestürzt, als er heute Morgen die Stufen des Palastes hinabschritt. Segeln Sie zu Sir Archibald Blake Leuchtturm. Ich segel. Dass man aller Orten despektierlich über Sie spricht. Hä? Schiff vom Stapel gelaufen. Hallo, ich will kaufen. Das ist von großer Bedeutung für Königin und Vaterland. Ich habe da Pläne für neue Expeditionen aus Baldowat. Wir können nur auf guten Wind hoffen, auf mehr nicht. Auf die alte Dame ist Verlass. Ach so. Wo ist die Königin? Krank von Sorge und mit der alleinigen Verantwortung für einen führerlosen Staat hat Sir Archibald Blake sie um Hilfe gebeten. Sie sind seine einzige Hoffnung, ihre Majestät zu finden und sie davon zu überzeugen, zu ihren königlichen Pflichten zurückzukehren. Organisieren Sie eine Expedition gen Süden, um sie zu suchen. Das mache ich aber erst später.
ich toll. Wir wären dann soweit. Die Klipperaufgabe ist weg. Der Idiot ist zurück. Oh, gütiger kompromissloser Journalismus. Geh mal weg. Spannen Sie die Hosen und ab geht die Post. Holen Sie vom Frachtschiff ab. Schokolade. Spielstand gespeichert. Flotte erwartet Befehle. Ich hole ab. So, theoretisch sollte jetzt nicht mehr so viel Schnaps verbraucht werden. Jeder Einzelne wird gerecht werden. Ihre Majestät wird erfreut. Hi. Hä? Oh, da hinten. Flotte bereit. Schiff vom Stapel gelaufen. Oh, Explosion geschunden. Ich wollte meine Täubchen bemühen, aber jetzt bist du. Man tut, was man kann, um zurechtzukommen. Oh, schnell weg. Fahrt mal hier oben drüber. So, wer hat die Schokolade? Schokolade, du hast die Schokolade. Sind unterwegs. Koordinaten eingezeichnet. Ihr macht dem Paladrio, das macht mich froh. Leinen los. Hä? Haltet sie auf Kurs. Flotte geht auf Fahrt. Ach lol, hier sind zwei. Meine Täubchen melden mir. Flotte legt ab. Ich biete Ihnen, wie immer, neue Ziele. Oh, Sunken Treasures. Hi. Das ist das DLC. Der DLC. Warte mal, ich lasse dieses Schiff mal so segeln. Dann wird mir hoffentlich angezeigt. Mein Schiff. Oh, Moment. Flotte bereit zum Feuern. Was haben wir denn hier? Das Ding, das muss ja mal sowas von aus dem Verkehr gezogen werden. Schiff vom Stapel gelaufen. Still gestanden, Herr Admiral. Flotte unterwegs. Bereit. Ach, den habe ich doch auch schon. Hi. Schiff unter Beschuss. Flotte legt ab. Beeinflusst Wohngebäude. Flotte bereit. Still gestanden, Herr Admiral. Neue Ziele?
Haltet das Förderband an! Zurück an die Maschinen! Aber Wurst fressen die. Spielstand gespeichert. Hi. Sind unterwegs. Stillgestanden, der Admiral. Es wird gemunkelt, du hast es erledigt. Meine kleinen Vögelchen könnten von dir das Fliegen lernen. Selbstreparatur 100, das werde ich, wenn. An die Segel und Brassen. Wobei, das packe ich mal in den Kontor. Leinen los. Konkurrenten haben einen Friedensvertrag unterzeichnet. Bereit für neue Befehle. So, jetzt ist hier der Treffpunkt für die Schiffe. Allerdings will ich das hier mal woanders hin haben. Zugegeben. Sieht ganz so aus, als wären deine Leute zum Kämpfen bereit. Neue Ziele? So, jetzt ist hier der Schiffparkplatz. Ich bin es, der gescheitert ist. Was war die Aufgabe? Du bist mir doch ein wenig zu aufgeweckt. Oberkommandierende. Ha. Angriffsgeschwindigkeit +15%. Sie haben an Einfluss gewonnen. Tja, jetzt überlegt euch zweimal, ob ihr mich angreifen wollt oder nicht. Ich glaube, ich brauche gar nicht so viel, weil den hau ich weg. Gott hatte wenigstens der letzte Schliff und...
Spielstand gespeichert. Bereit. Wobei, ich glaube, den Besucherkai baue ich woanders. Moment. Hatte ich hier nicht noch ein Ufer gehabt? Ja. Schiff vom Stapel gelaufen. Eine Pizzabäckerei. Sowas muss doch an den Hafen. Ein letzter Blick. Dürfte ich Ihnen diesen überaus schmackhaften Apfel überreichen? Keine Änderung? Wirklich? Keine Änderungen? Am Ziel. Dann sehen wir mal, ob es die Reise. Kultur. Aha. Ich glaube nicht, dass hier mehr als bereit Besuch reinkommen. Oh, ich glaube, ich brauche mehr Schweinehöfe. Kann das sein? Stoppt die Maschinen. Die Pause ist vorbei. Ich muss denn hier oben welche zwischenballern. Was, wenn ich zutiefst voreingenommen wäre? Dann wärst du zutiefst voreingenommen. Die Waren stapeln sich hier. Boah, lass es stapeln. Ein volles Lager ist besser als ein leeres Lager. So. Alter. Hoch. Ist jetzt natürlich auch super, direkt neben dem Besucherkai. Naja gut, aber essen wollen die ja schließlich auch, ne? Essen wollen sie alle, aber keiner will, dass man es anbaut.
Stillstand. Da muss dann erstmal ein Agrarpaket zusammengestellt werden. Da sind Schlaglöcher, passt besser auf. So, jetzt sollte die Schweinekörbe wieder hochgehen hier. Kanonen gehen runter, aber nur weil ich gerade produzieren bin. Da, na, na, na. So, ich hoffe, dass ich klarkomme jetzt mit den Schweinedingern, die ich da habe. Alter, 40 Fenster. Jawoll. Hey, ein Rathaus. Oh. Seit dem Upgrade da läuft Anno nicht mehr so performant wie davor. Spielstand gespeichert. Kriegsschiff meldet sich zum Dienst. So, gibt's irgendwo da hinten ist ein Auftrag. Du regelst das. Und zwar. Ich weiß das zu schätzen. Schätzen. Hey, 14 Fenster. Alles klar, ruckel doch noch mehr. Schiff vom Stapel gelaufen. Schiff vom Stapel gelaufen. Halt. In die Takelage. Du fährst gleich hin zum Kontor. Ja, das Ganze ein bisschen schneller. Weil wir laden jetzt 14 Fenster ein. Die Waffenruhe wurde beendet. Sind unterwegs. So, das reicht ja noch an die Depots. Also gut, Jungs, ran an die Arbeit. Neue Ziele? Flotte erwartet Befehle. Hier los? Sind das alles Piratenschiffe? Nee. Normalerweise brauche ich gar nicht so eine große Flotte, aber sicher ist sicher. Alter Vater. Ich wollte gerade sagen, wieso greift meine Schiffe die Schiffe an, aber ich habe ja mit jedem, Frieden. Friede, Bruder. Oh, hallo Piraten, Insel. Alter, ich. Boah, Schwurbel, leck, Krucke, Schwurbel. Hi.
Warum ist das so? Oh, Piratenschiffe. Formation einnehmen. Lotte unterwegs. Flotte segelt in Formation. Flotte bereit zum Feuern. Oh, rum. Ein bisschen rum. Huch. Moment, ich sollte da nicht mit jedem Schiff reinfahren, sondern nur mit dem, was die Fenster am Stissel hat. So, dann gib mal die Knete rüber, Alte. Umsonst mache ich das nicht. Kannst, du hältst dein Versprechen. Natürlich halte ich meine Versprechen. Sie könnten der Hus genießen Sie einem von Malching. Oh, halten Sie Bilanz von 197. Hände weg, es reicht. Ja, dafür habe ich mich hiermit noch nicht... Ach krass, der Handelsverlauf ist gelöscht. Nice. Habe ich mich noch nicht so gut genug damit befasst hier. Da, Finanzen. Ich habe doch 1000... Beweisen Sie, dass Sie mehr sind. Also. Kämpfen Sie notfalls dafür. Gott, das verstehe ich nicht. Ach so. Oh. Ja, jetzt weiß ich, was er meint. Oh, ich habe zu wenig Glas. Aber ich kann ja noch diesen kleinen Block. Na super. Oh, Schnaps geht hoch. Ich werde einen Moment lang die Füße hoch. Wie sieht das mit Bier aus? So, das muss ich jetzt für 5 Minuten halten. Moin, Herbert, ne? Hallo Herbert. Flotte erwartet Befehle. Alter, retten Sie 3 Häftlinge oder einen Priester? Ich rette den Priester. Flotte segelt in Formation. Laufen Koordinaten an. George hat sich vor ein moralisches und ethisches Problem gestellt. Hat da jemand etwa das Free-Wochenende genutzt von Arno? Tatsächlich nicht. Nein, ich habe mir das Spiel gekauft. Und das schon vor langer, langer Zeit. Ich habe mir das Spiel gekauft, da wurde es gerade released. Da habe ich mir das Spiel gekauft. Okay.
Ich habe mir nur die DLCs geholt. Zanken Treasures, Botanica und die Passage. Flotte erwartet Befehle. Warum sitze ich jetzt eigentlich so lahm? Könnt ihr mal ein bisschen Gas geben? Ich habe eine Ewigkeit. So, auf jeden Fall hat sich vor moralisches und ethisches Problem gestellt. Allerdings sind sie nicht sicher, warum er ausgerechnet sie ausgewählt hat. Eines ist allerdings jetzt schon klar. Alles, was sie tun, ist besser als gar nichts zu tun. Das ist richtig und egal, was ich mache, es ist falsch. Komm mal her, gesunkene Schätze, das ist von Sunken Treasures, das DLC. Die Passage habe ich noch keine Aufgaben. Die Königin verschwindet, die alte Welt. Geld regiert die Neben Welt. All den anderen das ist Spitznamen leider haben richtig. Wir begonnen, sie unseren Meister kompromissloser Journalismus. Wo will er denn hin? Hallo? Braver Hund. Hä? Das haben sie gut gemacht. Habe ich einen Knick in der Optik oder fährt das schief? Nicht, nee, das ist... Hi. Aber seitdem ich die DLCs habe, ruckelt Anno voll. Hä? Wo bin ich denn jetzt? Ja, alles klar, komm mal wieder klar. Weil so rumschwenken, das geht nicht mehr so flüssig wie damals. Wie damals, die guten alte Zeit. Ich hoffe, dass die das fixen. Aber mein Rechner liegt es definitiv nicht. Weil vorher hat es ja auch geklappt, ohne zu ruckeln. Spielstand gespeichert. So, wo bin ich? Jetzt habe ich die Orientierung verloren. Hey, ich hab's geschafft. Hey, der hat gar nichts gesagt. Eine Krankheit ist ausgebrochen. Oh, und ich habe noch keinen Kranken. Hallo, ihr könnt nicht crank werden. Ich habe doch noch gar kein Krankenhaus. Boah. Dann seid mal krank. Hilfe kommt irgendwann, sobald ich genug Glas habe. Vielleicht brauche ich doch noch so eine Glasputze. Die Attraktivität ihrer Stadt hat sich verringert. Boah, Mensch. Fuck, ich hätte das Lagerhaus nicht ausbauen dürfen. Oh, jetzt mangelt mir Bauern. Immer diese Bauern, ey. Achso, die mangelt gerade nur, weil hier alle krank sind. Eine Seuche zieht durch. Eine Seuche. Hi. Ich sehe übrigens gerade, dass ich hier mal was ändern muss bei Streamlabs. Eine Epidemie breitet sich aus. Ein Krankheitsherd. Und sie scheinen sein Ausgangspunkt zu sein. Aber mit Sicherheit bin ich der Ausgangspunkt. Ich habe halt kein Glas. Oh, Bier läuft. Oh, aber Seife geht gerade runter. Warte mal, wo sind denn die Seifendinger? So, ein bisschen Seife zum Bier, dann schmeckt das Bier ein bisschen seifiger, kann man sich gleich damit waschen. Machen wir weiter. Jetzt. Zurück an die Maschine. Gut, dann sehe ich mal nach dem.
Man hat eher einen Clipper. Als Kind wurde ich einmal von einer Zeter. Ich brauche noch keinen Clipper. Ei. Haltet sie auf Kurs. Flotte erwartet Befehle. Hi. Moment, alle Schiffe kommen erstmal wieder in den Heimathafen hier. Zack. Nur das Schiff, was die Ladung an Bord hat, nicht. An die Ihre Stadt ist attraktiver geworden. Meine Stadt ist attraktiver geworden und die ganze Stadt ist gerade am Verrecken. Jawoll! Okay, so ein Ding hier hätte ich gar nicht. Oh. Hätte ich gar nicht bauen brauchen, weil. Das haben wir im Überfluss. Ist diese leidige Sache erledigt? Spielstand gespeichert. Leinen los! Ihre Arbeit hat sich ausgezahlt, so wie sie es immer tut. Hier, helft euch selbst, Boss. Neues Equipping Geschenk. Sie haben uns aus der Gosse geholt. Habe ich das? Kommen zwei Fenster noch. Notizen gemacht. Wenn Sie mal draufschauen möchten. Ja, da erzähl ich mal, was ich bezahlen muss. So, Krankenhaus ist am Stissel. Jetzt verfallen ja die ganzen Gebäude, nur weil die krank sind. Trinken wir auf blühende Handelsbeziehungen. Oh, Handelsrechte. Aber ich will dafür nichts bezahlen. Barbar. I don't want to pay for this. Nein! Ach, meine Sugarbongs. Schön ins Mikro schmatzen. Wohnhäuser stehen nach der Epidemie leer. Also kein Problem, kann man ja alles wieder aufbauen. Zack. So, und schon steht wieder alles. Jetzt kann der ganz normale Wahnsinn weitergehen. Nachdem ich gespeichert habe. Spielstand gespeichert. So, da sich die Bauern und so jetzt wieder erholt haben, geht das Hopfending wieder nach oben. Oder muss ich jetzt ernsthaft noch ein Hopfenfeld planten? Na gut, kommt ein bisschen Hopfen zum Öl, schmeckt das Bier ein bisschen nach Öl, soll gesund sein, habe ich mir sagen lassen. Bisschen öliges Bier am Morgen. Du bist keiner, der sich die Hände schmutzig macht. Das ist 100% korrekt, weil warum soll ich mir die Hände schmutzig machen, wenn ich Personal habe?
So, und was ist hier los mit der Schweineköbbe? So, mehr Schweinehöfe gehen nicht. Wann geht's hier denn mal weiter? So, ich könnte noch mal ein bisschen Wurst abklemmen. Nicht zu viel. Oh, jetzt schießt aber die Arbeitsklamotten nach oben. Ich werde einen Moment. Ah, guck mal, hier gibt's ja wieder einen Auftrag. Oh. Na, das gibt dem Leben. Da teilen wir wohl die gleichen Ansichten. Zerstören Sie ein Piratenkanonenboot, verschonen Sie die Piraten. Ich werde die Piraten sowas von zerstören. Die haben mir nämlich schon 4 Flaggschiffe zerstört. Halt. Schiff erster Klasse. Wobei, soll ich jetzt dafür die Torpedos wasten? Nein, ich waste dafür keine Torpedos. Oh oh, die Zeit läuft ganz schön schnell runter. Oh, jetzt habe ich das Ding kaputt gemacht, mein Schokobon. Neue Ziele. Ein Konkurrent hat eine Siedlung errichtet. Lotte unterwegs. Hä? Warum hier oben? Hi. Ich weiß nicht, wie ich die Piraten verschonen kann. Feindliches Ziel erfasst. Von mir aus freigegeben. Flotte segelt in Formation. Gut, das war so war offensichtlich nicht. Wirklich? Keine Änderungen? Gott, ich verstehe diese Aufgabe nicht. Lotte bereit. Spielstand gespeichert. So, hallo? Man ist schuldig bis zum Beweis. Sie kommen ganz leicht davon. Flotte erwartet Befehle. Flotte bereit. Okay, das wird knapp, wenn hier wirklich ein Kanonenboot ist.
Hieran sind Erwartungen geknüpft. Keinerlei Verpflichtung. Nächste. Ich muss. Ich neige nicht zu Hass, aber Sie bringen mich noch dazu. Ich muss. Hä? Warum enttäuscht? Schiff unter Beschuss. Hä? Du reißt mich nur weiter hinab in die Tiefe. Und dann gib mir doch einen vernünftigen Geldbetrag für den Friedensvertrag. Also ich habe da kein Insel Problem mit. Aber du willst ja den Krieg. Belagert. Oh, halt. Die will doch den Krieg. Ich habe ihn mir nicht ausgesucht. Außerdem hast du schon 4 meiner Flaggschiffe auf dem Gewissen. So, darauf nochmal ein Schokobon. Oh, ist ja mal alles Konzern. Warte mal, ich kann hier aber nochmal ein so ein Metzger-Ding abreißen. Also anhalten. Und hau jetzt. Hä? So. Wobei, dann gehen die Schweineköppe wieder runter, ne? Ne, das ist nicht so gut. Ich will ja gerade, dass das hier mal alles hochgeht. Mit der Seife und der Schweineköppe und so weiter. Hi. Oh, ein Piratenschiff. Laufen Koordinaten an. Los, ich hoffe, ich komme noch rechtzeitig. Feindliches Ziel erfasst. Kanonenboote sind echt schnell. Koordinaten eingezeichnet. Neue Ziele? Oh, ich bin ja fast da. Lotto bereit. So, jetzt müssen sie sich erstmal wieder sortieren. Klopfen Sie sich den Staub ab und legen Sie los. Wo bin ich jetzt schon wieder? Lassen Sie mich nicht warten. Flotte erwartet Befehle. So, die beiden Linienschiffe nehme ich mir mal hier raus. Weil die machen jetzt einen anderen Auftrag. Und ihr Flotte macht den. Die Welt da draußen ist genauso schrecklich. Spielstand gespeichert. Gut. Wie schaut's hier aus? Oh, Schnaps ist ausgeglichen, das ist kein Problem, dann schmeiß ich wieder. Unter Beschuss. Keine Chance. Ich habe mich gerade mit Ihrem lächerlichen Erbe befasst. Hat er das? Habe ich jetzt eine Schnapsverbrennung? Habe ich. Oh, jetzt geht Wurst runter. Ich krieg's Kotzen. Stopp die Maschinen. Die Pause ist vorbei.
Warte mal, ich mache noch mal ein Depot, dann bringen wir den ganzen Kram auf 1000. Oder zwei, weil ich nicht weiß, wie viel Lagerplatz ein so ein Depot hat. So. Die Insel eines Konkurrenten wird belagert. Nein, ich wollte doch gucken. Ach, egal. Wird das noch was in diesem... Moment, hier ist noch eine Insel. Es war eine kleine Insel, aber immerhin, es ist etwas. Oh, es ist doch keine brauchbare Insel. Flotte segelt in Formation. Lotte unterwegs. Alter, ey, seit dem neuen Anno-Update ruckelt das nur noch wie Scheiße. Das Emporium Exotik. Meld dich, wenn du damit fertig bist. Flotte erwartet Befehle. Oh, Holz. Ich und mein Holz. Zeit für ein Nickerchen im Stroh. Wofür zur Hölle brauche ich Holz? Oh, für Glas. Für Glas. Alter, wie langsam die Linienschiffe sind, ne? Hat einem Angriff standgehalten. Anteile kaufen tue ich nicht. Hi. Das wird mein... Stillgestanden, der Admiral. Flotte geht auf Fahrt. Ein Schiff erster Klasse. Sind unterwegs. Bergungsgut. Könnte was Nützliches sein. Und? Ernsthaft, es ist gerade genau in dem Moment Flaggschiff beginnt verschwunden. Geleitschutz. Spielstand gespeichert. Oh oh. Ja gut, aber mal ganz im Ernst, die kommen jetzt alleine klar. Dann fahre ich nämlich jetzt hoch hier. So. Flaggschiff steht zu Diensten. Waren Ihre Nachforschungen ein gerechtes Ende? Flaggschiff beginnt Geleitschutz. Hier ausgerüstet. Beeinflusst Besucherhäfen. Nice. Das muss ich planten, sobald ich wieder zu Hause bin.
Kurs setzen. Lol, der steckt da ja fest. Haha. Nicht allzu viele Änderungen, hoffe ich. Wenn Sie sich jetzt dran halten, sind Sie zum kompromissloser Journalismus. In die Takelage. Na toll. Gehen Sie her, Assi-Tölpel. Sie haben sich also irgendwie durchgemogelt. Kriegsschiff meldet sich zum Dienst. Nicht geschafft? Oh, mein Sodbrennen wird stärker. Ja, sorry, dass ich noch nicht in der neuen Welt bin. Laufen Koordinaten an. Schiffe wie Alter, der hat schon einen Schlachtkreuzer. Normalerweise müsste man jetzt hier mal mit Schiff jedem... Unter Beschuss. Neue Ziele? Flotte beginnt Geleitschutz. Warte mal. Okay, ich dachte, da hieß irgendein Schiff Greta. Das Schiff Greta muss sofort versenkt werden. Wollen Sie uns das Leben noch mehr versüßen? Ich weiß, Sie sind beschäftigt. Hey, ich hab da schon einen Springbrunnen gebaut. Alter, wo war der jetzt noch? Ja, bitteschön. Ich wünschte, ich könnte Ihre Güte mit einer Gans vergelten. Beeinflusst Getreidefarm. Produktivität plus 30. User joined your Moin. Plus 50. Hallo, Herr. So, wir können gleich Minecraft. Ich muss nur ganz kurz einen SSH-Zugang legen. Also, gleich wieder da. Und du kannst aber schon mal so langsam Minecraft starten. Ich tu's auch. Mach ich sofort. Ich habe aber nur bis 16:30 Zeit. Okay. Maximal 16:45, so in dem Ring. In die Takelage! User left your channel. Hi. Lotto bereit. Flotte erwartet Befehle. Warte ich jetzt noch auf die beiden hier? Nö. Admiral auf der Sie Brücke. Sie werden zuschlagen. Kostbare Ladung. Kostbare Ladung. Spielstand gespeichert. Der Gemeinsam linke triumphieren wir. Gemeinsam der Rechte. Wir. Ja, ich hoffe, dass ich das schaffe. Aber sollte eigentlich klappen, weil die Clipper sind recht flott. So, ich mach mal die Zeit langsam und werde jetzt genau hier speichern. Geleit. So, annehmen. Und dann sage ich an dieser Stelle mal vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs dabei gewesen sein. Ich starte gleich Minecraft-Stream und dann vielleicht nochmal wieder an oder nach, aber das weiß ich jetzt noch nicht. Aber ich werde diesen Stream beenden, weil ich den Rechner neu starten muss. Ansonsten wird Minecraft nicht laufen. So, hauen Sie rin. Tüdelü. Ende. Hä? Hey!
Was ist denn hier? Halt! Das ist so nicht richtig. Moment. Hallo? Warum ist der nicht schon da? So, das ist richtig. So, jetzt verguckt noch alles hier. Ich verstehe es. Auf jeden Fall jetzt erstmal. Tschaußen.